Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Minecraft Aura. In dem letzten oder vorletzten Part hatte ich das Minecraft Microsoft Thema angesprochen. Und warum fliege ich immer? Mann, nimm mir doch mal die Admin-Rechte weg. Na egal, solange ich nicht irgendwie mehr aushalte oder unsterblich bin, ist ja alles okay. Genau. Und es ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte, Alter. Und zwar hat der Phil Spencer von Microsoft geschrieben: Minecraft YouTubers, you are a great part of Minecraft success. And we have no plans to change what you're doing once we close the deal. Das heißt dann übersetzt ungefähr, wir kaufen, aber wir ändern nichts. Ihr könnt alles weiterspielen auf YouTube. Aber ich muss sagen, alles andere wäre auch extrem schädigend und dumm gewesen. Stellt euch mal vor, das Spiel ist nun mal ein Fakt, das ist durch YouTube groß geworden. Und wenn man dann auf einmal hingeht und sagt, so, jetzt darf keiner mehr Minecraft-Videos machen, außer die Leute, die sich die Rechte bei uns kaufen. Das wäre marketingtechnisch einfach sowas von dumm. Einfach schon wegen der Rufschädigung. Das Geld, was die dadurch einnehmen, müssen die wahrscheinlich doppelt wieder für ihren guten Ruf ausgeben. Also um irgendwelche Werbekampagnen oder so zu bezahlen. Aber naja, haben sie ja nicht gemacht. So, bits get up burn. Genau, die Items sind eventuell auch da. Ich guck mal eben nach. Ich schau mal eben nach. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Item Voting. Ach man, ach man. Wo ist der Amboss? Ach, da drunter. Okay, sehr gut. Leder. Ich wette, da drüben ist noch ein bisschen Leder. Hallo? Ja, yeah, 13 Leder für mich. Danke, Leute. Dann hole ich mal kurz ein bisschen Weizen, denn ich bin ja nett. Und dann füttern wir die und dann ficken die. Oh, das ist geil. Ist es fertig? Ja, ist fertig. Ausgezeichnet. Warum bist du nicht fertig? Warum fehlt dir die Hälfte? Okay, sehr gut gepflanzt. Das finde ich toll. So. Richtig schön. Weizenkörner. Dann stopfen wir das einfach mal kurz rein. Vielleicht gab es einfach nicht mehr und er hatte keine Lust, zur Kiste zu gehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Reicht das? Ja, ne? Das reicht, würde ich sagen. Das kann man mal machen. Den Rest dann hier reinstopfen. Zack. Zack. Und erstmal ein paar Kinder machen lassen. Dann kommt mal her. Ja, du. Und du. Und du. Und du. Und dich töte ich. Denn du hast einfach gar nichts verloren, du Opfer. Und dich rüberzutragen oder so, das wäre auch nicht so sinnvoll. Ach genau, dann kann ich direkt das hier zerstören. Kurz mal wegpacken. Dann eventuell auch mal neu pflanzen. Oder mehr pflanzen. Das wird ja mal abgehauen beim PvP-Event. Ist eigentlich richtig dumm, das hier zu lassen. Okay. Sehr gut. Dann nehmen wir das. Machen Zucker. Wie ging das denn nochmal? Mann, ich vergesse das immer, Leute. Jetzt werde ich deswegen noch Zeit verlieren. Unfassbar. Ah, so geht das, okay. Ach, ich Dummerchen. Ich Dummköpfchen. Weizen. Viel Spaß damit. Könnt ihr gerne behalten. Blätter, yeah. Das reicht nicht. Haben wir vielleicht noch mehr? Komm schon, haben wir noch ein bisschen mehr? Ach, ich übersehe das doch sowieso. Ah! Ach, boah, Alter, was geht denn ab bei euch? Was ist denn los? Das ist krass. Ach, weißt du was, komm, wir nehmen alles. Wir brauchen noch eh kein Essen. Keinen Kuchen. Zack, Bücher, yeah! Und da ich schon ein paar Level habe, kann ich direkt mal so machen und immer ein Level verzaubern, Schärfe. Was willst du auch sonst damit machen, ohne Kack?
Wasseraffinität, ja danke. Wow. Das brauchen wir auf jeden Fall. Komm. Schärfe. Genau. Gib mir einfach unendlich Schärfe, ist okay. Effizienz. Geht doch. Scheldack. Effizienz und Stärke 1. Okay. Hä? Geht das überhaupt zusammen? Bringt das überhaupt was? Eigentlich nicht, oder? So, Schärfe und Schärfe. Schärfe 2. Schärfe und... Scheiße, ich habe keine Schärfe. Schutz. Alter, jetzt. Komm schon. Effizienz, nein. Effizienz, Wasseraffinität, Schutz. Was schenke ich euch alles, Leute? Obwohl, Effizienz behalte ich lieber. Sir. Effizienz, Schärfe 1, Schärfe 2, okay. Bücher wieder zurückpacken. Das wieder zurückpacken, das wieder zurückpacken. Hier kommen, friss. Und dann farm ich weiter. Oh. Was macht ihr denn hier, Leute? Wie geht's euch? Alles okay im Schritt? Alter, gut, dass der andere dann nicht direkt mit ausrastet. Ah, egal. YOLO, ich hab genug Leben, du kannst mir gar nichts. Okay, ich renn weg. Lass mich. Oh oh. Der kann doch zu mir kommen, oder nicht? Hallo? Oh, oh! Oh, oh, oh. Das war aber richtig gefährlich. Ich lebe hier richtig gefährlich, Leute. Jetzt haben wir voll viel Zeit damit verschwendet. Ach man. Aber egal. Bisschen was für mich getan, bisschen was für die Leute getan. Die können die Bücher ja auch verwenden, die ich da übrig gelassen habe. Oh, Gott sei Dank. Wachs doch nicht so viel. Was ist denn los? Okay. Gut. Das noch. Noch mehr? Ja, danke. Danke. Bitzken abbauen wieder. Bitzken abbauen. Was ist denn auch mit den Bäumen immer los, ey? Die wachsen ineinander. Und dann hast du auf einmal so ein komisches Vieh hier kleben. Was er auseinanderreißen muss. Ein bisschen grausam. Komm schon. Ein Kommentar gleich ein abbauen. Ach nee, das macht man mit Likes, ne? Ein Like gleich ein abbauen. Ein Like gleich ein Stein. Das wäre cool. Hätte ich dann genug? Wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Klar. Ich bitte euch. Bei meinem Kanal natürlich. Bei diesen tollen Abonnenten. Da habe ich sofort 8000 Likes und dann habe ich 8000 Steine. 8000 Steine? Das wäre fein. Oh, man weiß auch gar nicht, wo der Baum aufhört und wo er anfängt. Ich meine, wo er anfängt, kann man vielleicht noch erraten, wenn man klug ist. Nämlich unten. Aber... wo der eine Baum aufhört und der andere anfängt, das weiß ich nicht. So klock bin ich nicht. Ach komm, den nehmen wir mit. Irgendwann ist die Axt auch mal kaputt. Und dann... ach, ich muss das PvP-Event gewinnen, das nächste. Ich muss gewinnen. Denn nur so kann ich mir endlich mal Glas holen, Sand holen. Was es schon recht wichtig wäre. So, und jetzt beim nächsten Part werden wir dann endgültig bauen. Ich hatte das, glaube ich, schon jetzt vor. Aber das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr. Ja, dann warte ich jetzt ein paar Tage, bis der Part hier on ist und dann baue ich. Nicht, dass irgendwie, weiß ich nicht, einer hier aufnimmt und direkt einen riesengroßen Unterschied an meinem Turm sieht. Das wäre auch doof. Aber egal. Aber Schnullo, Schmada, Schnili. Die Axt, Spitzhacke machen wir kaputt. Dann gehe ich noch kurz zum Mobfarm und ein paar Level und verzaubere die restlichen Bücher. Ach schön. Der ist toll. Der ist toll. Viel zu wenig. Ich werde immer noch viel, viel zu wenig Steine haben, oder nicht? Es kann doch nicht sein, dass das reicht, oder? Wäre das krass, wenn ich auf einmal zu viel hätte.
Aber so weit kommt's noch. Oh nein, da ist noch ein Enderman. Soll mich mal in Ruhe lassen, ey. Guten Tag, wie geht's euch, na? Alles Fred, alles Fred im Schritt. Oh Mann, kann da mal einer eine Bombe reinwerfen oder was? Aber krieg ich ja nicht. Doch wohl. Oh, das war die Bombe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Doch krass, man kriegt die EP von dem Creeper. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Anscheinend ja schon, ne? Anscheinend bekomme ich die ganze EP. Oh, Spitzhacken. Oh, den nehme ich direkt mal mit. Keine Ahnung, was die hier machen. Scheiß drauf. Ja, komm. Also der, wenn das, ja klar, 5 Level. Ich habe doch gerade nicht durch dieses paar Monster töten 5 Level bekommen. Alle Monster sind in der Luft gesprengt worden und haben dann EP fallen gelassen. Das ist ja die geilste Mobfarm, die es gibt auf der ganzen Welt. Wenn die Creeper sich irgendwie mal wegspringen und dann die EP droppen von allen. Ach man, ich habe sowas Tolles geschaffen. So toll. Hier, fickt rum, komm. Dreckigen Huren, ey. Ich gebe denen ein bisschen Weizen und schon ficken die. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Deine Mutter. Don't stop till you get enough. Was geht ab? So. A level. Schutz, danke. Alter, jetzt gib mir Schärfe, Junge. Danke. Das wohl dich wirklich. Schärfe. 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 Bringt mir nicht viel, aber was soll ich sonst mit Schärfebüchern machen? Ich bitte euch, Leute. Aber ich glaube, ich kann... Ne, brauche ich auch 2 Level für. Na gut, dann packe ich den Rest weg und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Schärfe, Schärfe, Effizienz, Effizienz, Schutz. Ach komm, schenke ich euch. Das schenke ich euch. Gehe ich Hayabubu machen für Papanupu. Und dann können wir noch etwas abbauen. Ich habe ja... Ach genau, das kann ich machen. Ich kann diese Spitzhacke hier nehmen, ein Level draufpacken, Effizienz, danke, LG. Das ist so cool. Da soll ich langsam echt mal überlegen, ob ich nicht 10 Level oder so auf eine Spitzhacke klopfe. Also ich, wenn ich wirklich nochmal irgendwann Diamanten besorgen sollte, beim übernächsten Mal gewinnen, falls es soweit kommen sollte, dann verzauber ich diese Spitzhacke oder Axt, die ich mir da craften werde, einfach mit Level 20 oder so. Das wäre toll. Sollte aber vielleicht ein bisschen Holz noch farmen. Das wäre sinnvoller. Ich brauche zwar nicht mehr Holz, aber dann wäre die Axt vielleicht mal kaputt. Und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn die ja nicht mal kaputt gehen würde. Aber nein, ich bin ja Manuels Axt und ich bin unsterblich. Oh. Genauso klingt die für mich. And I will go to the fire. And I will go to the fire. Und ihr geht through the fire. Das hat jetzt wenig Sinn gemacht. Oh, das kann man hier mal singen. Komm, komm. Ja, fein. Echt toll. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nicht viel, aber ein bisschen. Was war das auch gerade für ein großer Baum, ey? So richtig großer Baum. Ich sollte aufpassen, nicht, dass ich gleich wieder die Säule abbaue. Was passiert denn mit den Mannen? Ich hasse das. Die Zäune laden nicht und dann bangen sich diese Drecksviecher immer weg. Aber wenn sie wollen. Alter, ich habe immer was aufgehoben, sodass es dann am Ende noch gepasst hat. Ja, nice. Der Rest kann ruhig despawnen. Ich habe meine Arbeit getan. Ach Mann, warte mal. Axt, Axt. Stein, Stein. Ja, shit. Ein bisschen doof, ne? Oder? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Ist ein bisschen doof. Ich hab zu viel. Ja, weißt du was? Ich kann mich ja nicht echt schon auf den Weg machen. Müssen wir das beim nächsten Mal nicht tun. Ich verbau die ganze Kacke einfach im nächsten Part, ey.
Ja, ein paar Sachen soll ich vielleicht wegpacken. Oh. Also eine Spitzhacke soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Falls ich das, was ich irgendwie falsch geplantet habe, wieder abbauen möchte. Dann sollte ich Fackeln mitnehmen, ganz viele. Diese Steinstufen waren die falschen, ne? Nehme ich das mit. Ey, und wenn ich dann hinfalle, dann ist echt, das wäre ein bisschen tragisch, glaube ich. Ein bisschen tragisch wäre das. Aber gut, ich würde sagen, das war's. Wenn nicht, wenn ihr den Part bewerten würdet. Wir sehen uns dann eigentlich bei den nächsten Videos, Leute. Immer bei den nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.